Hallo und herzlich willkommen zurück zu BF Gaming Sonntag hier mit einem weiteren Video des BFG-Pokals. Und zwar ein ganz besonderes, denn es handelt sich hierbei um das letzte Spiel in der Gruppenphase des Pokals. Genau. Und ja, ich habe die Ehre, mit Julian zusammen das Spiel zwischen Dennis und Benedikt zu kommentieren. Natürlich ein Match aus der Gruppe B. Und sobald wir beide tot sind und ihr das Go habt, dürft ihr auch anfangen. Aber so lange müsst ihr noch warten. Ben tot? Ich nicht. Damit auch noch schöne, gediegene 5 Sekunden. Ja, ansonsten, ich habe schon ein bisschen vorab genommen. Also aus Sicht von Benedikt, ihr dürft jetzt anfangen. Benedikt startet mit der hellen Seite. Kurz Information, wie ich es immer sage. Momentan spielt nämlich der Tabellen Erste. Ich glaube, Benedikt ist Erster, ja. Ja, Benedikt ist Erster. Ich muss nochmal ein bisschen durchgehen. Der Tabellen Erste gegen den Tabellen Vierten. Glaube ich. Ihr müsst wissen, an die Zuschauer, wenn ich das jetzt so sage, wir sind schon intern weiter fortgeschritten mit dem Turnier, als dass ich das jetzt so sagen könnte, wie die Stände sind, weil sie zur Zeit der Aufnahme schon ganz anders sind, als wie ich das kommentiere in den Videos. Ich weiß nicht, ob das zu kompliziert war, wie ich es gerade erklärt habe, aber so ist es auf jeden Fall. Deswegen, also wir sind intern schon weiter, als es als die Videos das rausbringen. Also ich kann es immer sagen, wir sind jetzt das Video wird jetzt an einem, was haben wir denn heute für einen Tag? Dienstag? Ja. An einem Dienstag wird es aufgenommen. Und Matches vom Viertelfinale stehen diese Woche vielleicht sogar schon an einem Wochenende. Aber auf YouTube sind noch nicht mal die letzten 5 Matches von der Gruppenphase veröffentlicht worden. Deswegen, also intern sind wir immer schon ein bisschen weiter, als ihr das mitkriegt, weil ich natürlich nur ein Video am Tag hochlade von dem BFG-Pokal. Und die kommen ja auch nicht an meinen normalen Sendetagen, dienstags und samstags, sondern das sind ja Sondervideos von dem Turnier. Ansonsten dienstags, manchmal auch freitags und samstags kommen ja andere Videos, wie zum Beispiel das 2x2 oder wenn wir 4 gegen 4 Privatmatches machen und so. Aber das war jetzt mal ganz abseits von dem eigentlichen Match, was wir hier sehen. Ja. Wir sehen natürlich, es geht auch immer noch um die Platzierung innerhalb der Gruppe. Aber was man auch sagen muss, es geht jetzt nicht mehr um Leben und Tod, um Abstieg, um Aufstieg. Innerhalb der Gruppe, weil es steht fest, dass beide Kontrahenten hier sicher im Viertelfinale sind. Es geht nur noch darauf an, ja, wie gut sie sich platzieren und wie gut das Verhältnis ist. Auf jeden Fall ein langer Kampf. Genau. damit schreiben wir jetzt hier auch das 1:0 für Benedikt. Jetzt Blaster-Runde. Und wen soll ich nehmen? Soll ich... Yoda. Ja. Okay, ansonsten, wie gesagt, Blaster-Runde. Wir haben jetzt einen ganz chilligen, ganz entspannten, ruhigen Spielstand von 1:0. Und jetzt spielen Leia gegen, ich tippe, Aiden. Ja. Wartet bitte beide am Spawn stehen bleiben, bis wir beide tot sind, damit niemand einen Vorteil hat. Und sobald wir dann tot sind. Oh, jetzt bin ich nochmal in die Zone. Oh. Oh Mann, ey. Ja, du bist auch noch nicht. Ach, scheiße. Ich bin tot. Ja. Aber ihr dürft euch ab jetzt bewegen und auch schießen und anfangen und das Spiel beginnt halt einfach. Genau. Währenddessen, Cheers an alle, die jetzt zugucken. Man auch nicht so oft, ne? Jetzt so, jedes Mal, wenn ich im Turnier mitgespielt habe oder so, hat man auch immer nur alten Haaren gesehen meistens, ne? Ja, ja. Jetzt finde ich auch schon,
Ja, schockierend ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ich find's krass. Es wird sehr oft einen genommen. Einen oder Bosk, das ist es eigentlich. Meistens. Meistens sogar einen. Bosk sieht man eigentlich nur bei mir manchmal. Leia sieht man auch selten. Mhm. Ansonsten, ja. Aber Catch muss auch mal sein. Ja. Ich find's krass, dass Leute Hahn nehmen in dem Turnier tatsächlich, weil ich fühle mich immer sicherer mit Lando, das habe ich schon immer gesagt, einfach weil du mit Lando diesen Stun hast, den du mit Hahn halt nicht hast. Also ich ja sagen muss, ich habe ja jetzt auch, wo wir die Tage mal wieder mal gezockt haben, habe ich jetzt auch Han Solo und Leia immer wieder gezockt. Einmal auch Lando, aber mit Lando muss ich halt öfter spielen, weil ich habe den ja auf Level 8 oder so, glaube ich. Ja. Aber ich sag mal so, mit einem, dann sag schon mit Leia, die ist schon richtig stark, ohne Scheiß. Also die ist schon gleich auf, würde ich sagen, mit Han. Ja, ja, in manchen Situationen sogar besser halt, durchs Schild allein. Mhm. Ja, wir schreiben jetzt, während wir hier fröhlich reden, das 2:0 für Benedikt. Jetzt ist natürlich dritte Runde egal, wen ihr nehmt. Komplett freie Wahl. Und ja. Aktueller Spielstand 2:0 für den bisherigen Tabellenführer der Gruppe B. Und wenn die Zeit dann natürlich auch mal gekommen ist und alle Videos aus der Gruppenphase veröffentlicht worden sind, dann werde ich natürlich auch für die Zuschauer, die hier nicht intern beim Turnier dabei sind, gibt es ja auch einige, nochmal die Tabellen von beiden Gruppen als Video nochmal hochladen. Aber die Mitglieder, die kennen die Tabellen natürlich schon etwas länger. Ihr dürft anfangen. Jetzt haben wir Vader gegen... Ja. Oh Gott, nicht Look auf den Nerven. Das wär's jetzt. Ich sag's euch nochmal, ich mach denselben Fehler jedes Mal, aber trinkt vor oder während einer Aufnahme nichts mit Kohlensäure. Es ist einfach der Fehler. Oh. Ja, Luke ist doch ordentlich. Ja, yo. Ansonsten nochmal ein bisschen Hintergrundwissen über die beiden Kontinenten vielleicht einzusammeln. Ich habe schon gesagt, erster gegen vierter, aber Benedikt hat 3 Spiele, 3 Siege. Ist ja zu vermerken. Und diese Spiele hat er jeweils mit 6-0, 6-2 und 6-2 gewonnen. Also durchaus einmal recht eindeutig. Vom Ergebnis zumindest. Und ja, Dennis auf der anderen Seite hatte sein Match gegen Volkan, ich glaube mit 6:3 verloren, wenn ich es recht im Kopf habe. 6:3 oder 6:2. Gegen Steven hat er ebenfalls verloren, hatte aber dann einen Sieg gegen Martin bzw. Jordan gehabt mit 5:4, das war ganz, ganz knapp. Und ja, das sind so die Verhältnisse dieses Spiels. Ansonsten sehen wir doch das, was wir eigentlich mögen. Ich weiß nicht, wie es Julian geht, aber schon ein sehr intensives Lichtschwert-Duell. Das ist doch immer sehr. Auf jeden Fall. Erstmal nicht so immer so, wie die meisten machen, einfach nur draufklatschen. Ne? Es ist halt wirklich mal strategisches Spielen. Auch wenn ich so mal schaue und spiele, die meisten gehen dann einfach nur noch drauf. Ja. Jetzt kommen auch viele Neulinge dazu, sind viele wieder, ne, in den Lobbys. Ja, aber... das stimmt. Oh.
gesagt. Noch besser als 2 gegen 1. Ja. Das sind mir immer die Liebsten. Sonst, ja, wir sehen das. Ja, der Benedikt durchaus am Schwitzen ist gerade. Ja. Ansonsten, es ist natürlich kein Geheimnis, wir sehen den Timer, wir gehen auf die letzten 60 Sekunden zu. Ich möchte die Götter nicht beschwören. Aber man könnte natürlich auf der einen Sicht, ich möchte natürlich nicht sagen, auf ein taktisches Unentschieden spielen, ob das natürlich sinnvoll ist. Yep. Auf der anderen Seite, passiert hier noch ein Lucky Punch oder nicht? Wir haben es sehr, sehr oft schon erlebt während dieser Gruppenphase, dass in den letzten Sekunden was gefallen ist. Eine Entscheidung. Ja, vielleicht traut sich hier noch einer, einen Schritt mehr zu gehen. Ansonsten schreiben wir gleich ein Unentschieden. 30 Sekunden hätten wir noch. Aber beide wollen immer sicher spielen, ne? Ja. Man sieht es schon. Ja, ja. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Jetzt natürlich die Frage. Das wird jetzt interessant. Na, das ist ein Unentschieden. Das ist ein Unentschieden. Aber es wurde nochmal echt spannend jetzt gerade, also für beide Parteien. Ich glaube, da wird sich der Benedikt sogar noch ein bisschen ärgern gerade an der Stelle. Ja, genau. Ansonsten, ihr dürft dieselben nochmal nehmen. Also sowohl Luke als auch Vader. Ihr dürft aber auch wechseln, das ist frei euch überlassen. Ansonsten. Ja gut, okay. Hätten wir dann jetzt auf jeden Fall nochmal Luke? Ich glaube nochmal Vader. Ich glaube es fast auch, ja. Heißt, wenn es jetzt hier nochmal zu einem Unentschieden kommt, müssen beide wechseln. Das heißt, dann ist Luke und Vader gebannt. Und wenn einer von den beiden gewinnt, dann sieht es natürlich anders aus. Ansonsten möchte ich anmerken, dass mein Anakin keine Robe hat, sondern nur die Hose unter dem Rock. Das sieht sehr ekelhaft aus. Naja, egal. Ihr dürft immer mit deinem Max. Wir sehen, Luke kriegt durchaus wieder den Schaden, den er eben hatte. Und ja, Vader ist halt Vader. Ist natürlich die Frage, ob Dennis den Schaden, den er macht, ob er sich damit doch belohnen kann, um hier einen Punkt mitzunehmen. Ist sicherlich in seinem Interesse. Ich sag mal immer so, ne? Einen Punkt haben oder nicht haben, ist eigentlich immer gut. Ja, und gerade gegen den Tabellenführer. Ich hab's auch vor dem Video schon gesagt, intern hier zu den Jungs. Es gibt natürlich auch immer Sensationen, ja. Ich meine, der Pokal schreibt seine eigene Geschichte. Man hat's im Fußball gesehen bei Kiel gegen Bayern. Das habe ich 1:1 so eben gesagt und das kann auch hier so sein. Es ist nicht so, dass Dennis hier chancenlos wäre. Nur weil er vermeintlich der Außenseiter ist. Aber was auch auffällig ist, und ich wette, dass es kein Zufall ist und dass Benedikt das auch durchaus weiß, dass das noch kein Würgegriff getroffen hat. In der Runde. Und in der vorhin auch nur ein einziges Mal, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das finde ich immer das Schlimmste, wenn man Wälder spielt und der Würgegriff nicht packt, ey. So oft. Ja. Helden vs. Schurken oder Vorherrscher. Ja. Die Gegner ausweichen vorher noch. Ja, das ist
2. Ja, und jetzt haben wir auch mal erkennbaren Schaden bei Vader. Auf jeden Fall spannend. Knapp. Ich kann nicht mehr ausweichen. Na, nein, Alter. Ja, auf jeden Fall GG von mir und euch beide für die erste Halbzeit. Steht jetzt 3:0 zur Halbzeit, das war. Deswegen niemals während der Aufnahme was trinken mit Kohlensäure. Es war sehr, sehr intensiv jetzt gerade und Information natürlich. Ich hab's jetzt nicht gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Ausdauer von Dennis, genau, also von Vader, ja, eine sehr große Rolle gerade gespielt hat. Das seht ich ihr natürlich durchgängig als, gar nichts. Genau, das sieht man als Zuschauer nicht, aber wenn man natürlich ein bisschen mitdenkt, dann weiß man das, weil das hat man gesehen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber ist wie es ist. Ob hier noch ein Unentschieden vielleicht rausgeholt werden könnte oder wie das Ergebnis dann ausgeht, dann sehen wir dann gleich in der zweiten Hälfte. Bis gleich. Also, wir haben jetzt hier eine gute halbe Stunde, wäre gelogen, aber schon lange versucht, war doch halbe Stunde, wenn ich mir die Aufnahme so angucke. Auf jeden Fall lange versucht, hier zu suchen, sind dann zu dem Entschluss gekommen, dass wir jetzt keine Lobby finden und Dennis hat dann, wie Lord Helmschen, auch schon den Benedikt. Die weiße Flagge gehoben, ja. Er hat gesagt, gut, komm, er muss eh weg. Ja, er hat schon 3:0 zur Hälfte zurückgelegen. Es macht keinen Unterschied mehr von der Platzierung her. Er ist eben Viertelfinale. Das heißt, Spiel endet dann mit 6:0. Der Julian, der zweite Offizielle, kann das auch nochmal bestätigen. Ich bestätige das hiermit. Dankeschön. Und ja, Benedikt kriegt dann seinen vierten Sieg im vierten Spiel. Den hat er sich auch wirklich verdient. Also, congratulations an dich. Danke, danke. Und Dennis, wenn du das Video siehst, trotzdem nochmal GG an dich. Das habe ich jetzt nochmal vergessen, das ist jetzt ein bisschen untergegangen, weil er ist schon weg, müsst ihr wissen. GG auch an dich nochmal, Benedikt. Und ja, danke, danke. Genau, danke Julian, dass du da warst. Und wie die Tabelle dann jetzt ist, das werdet ihr dann in einem der nächsten Videos sehen, beziehungsweise ihr intern. Ich werde gleich ein Foto davon in die Gruppe reinschicken, dann wisst ihr da auch Bescheid. Ansonsten, ja, möge die Macht mit euch sein, haut rein und ciao, Leute. Jetzt sagt tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.